Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ich bin gerade auf dem Weg zum Cargo-Drop hier. Der ist nämlich gleich neben mir gelandet, da unten. Wir müssen gleich schon da sein, Freunde. Und im Übrigen habe ich schon 317 Punkte. Juhu. So, dann müsste gleich hier vorne sein. Ich hoffe. Warte mal, im Hell. Ich hoffe, der ist noch keiner. Richtung E, da muss ich lang. Dass ich den mal eben gleich zu Anfang abgrasen kann, Leute, das wäre nämlich nicht schlecht. Gut. Richtig. ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Spieler online. Ich habe das jetzt nicht aufgemacht. Gut, da ist er doch. Oh, das sieht doch gut aus, hoffe ich zumindest. Überall doofe Bücher, hier können überall Spieler sein, Leute. Nee. M1 wieder. Ja, Jagdfernrohr. Das kann man doch auch immer nicht so gut gebrauchen, oder? Pfeile sind gar nicht mehr schlecht, denke ich mal, ne? Jetzt noch, guck mal hier nochmal. So einen dusseligen Bogen brauche ich nicht. Na, schnell weg hier. Ist immer gefährlich, bei Cargo Drops zu sein. Da habe ich noch einen Tipp bekommen. Wo ist so. Nur mal kurz, hier ist ja. Aloe Vera gerade gewesen. Kann das sein, Leute? Wieso wachsen die denn hier? Da, guck mal. Ist die zerteilt oder hat die jetzt den Busch erwischt? Mann, der Busch wieder im Weg. Oh, das Ding ist aber ganz schön groß, ne? Und das ist irgendwie so wie ein besserer Verband oder sowas. Hm. Ist ja auch lustig, dass hier so ein Ding wächst, ne? Sehr mysteriös. Wir fahren mal Richtung Süden, glaube ich. Oh Mann, ich hasse das. Also manchmal ist es echt komisch hier, diese Wiesen, ne? Ja, wir fahren mal erstmal hier gucken, ob hier ein paar Leute sind. Hier vier Wände. Haben wir keine Chance. Es gibt ja eine Möglichkeit, wirklich sicher zu bauen, ne? Da habe ich mir mal überlegt, ob ich das nicht selber auch mal irgendwie für mich mache. Rucke, rucke, rucke. Ja, wegen den Lags. Das sind tatsächlich diese Server-Knotenpunkte und so. Die Internet-Verbindung ist wirklich hier 70% irgendwie überlastet oder so, wurde ja geschrieben von Fuerti, ne? Und ja gut, da kann weder ich denn noch was dran machen an diesen Lags, die ab und zu denn mal kommen, ne? Noch hier unser Service-Partner, wo wir den das Spiel drauf laufen haben halt, ne? Aber immerhin haben wir alles abgecheckt und da haben die ja auch nochmal alles optimiert. Guck mal, ich habe die Welt hier nochmal kontrolliert, ob das hier bei uns irgendwie dran liegt, aber bis jetzt läuft das ganz gut soweit. Alles positiv. Also das sind dann wirklich diese Verbindungen einfach nur, weil eben zu viele Leute jetzt hier im Rahmen der Krisenzeiten zu Hause sind, ne? Und das ist das, wo alles nicht gewöhnt, das Netz. Dann sollen sie das halt weiter ausbauen, finde ich, ne? Weil das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft, dass da eben Internet und sowas funktioniert. Selbst das Telefon läuft ja darüber mittlerweile. Die haben ja alles. Die haben ja alles abhängig wieder von Internet gemacht, so gesehen, ne? Dann müssen die auch dafür Sorge tragen, dass es halt da ist. Genauso wie mit Strom. Strom brauchen wir ja mittlerweile auch irgendwie immer, ne?
Ich, warte mal. Okay, wir können ja mal. Naja, auch ich fahre mal Richtung die Süden. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ganz sicher zu bauen. Das ist mir nochmal eingefallen. Und eigentlich kann das, glaube ich, gar nicht so schwer sein, ne? D3, wo bin ich jetzt gerade? B. Ach, D ist ganz oben, ne? Man braucht bloß halt ein zweistöckiges Haus eigentlich, ne? Und dann, dass du da halt bauen kannst. Wenn du da nicht dran bauen kannst, geht das natürlich nicht. Kirche vielleicht? Ne, die Kirche ging nicht. Mann, ich will immer diese Kirche haben. Dabei ist, darf man da gar nicht bauen, ne? Guck mal, hier wohnt auch einer. Schlingel, du. Ich muss mir nochmal so Knackmaterialien holen und dann versuche ich das auch mal hier zu knacken. Was ist das für Kisten hier nochmal? Jetzt reingucken. Schmodder. Brauchen wir hier noch irgendwas? Boah, komm ich gar nicht rein. Reset. Essen-Check-Taste. Weiß ich noch nicht genau, wie ich die benutzen soll für Heilung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Und vielleicht müssen wir warten, bis wir da irgendwie mal verletzt sind. Was hoffentlich nicht passiert. Also das bedeutet, wir müssen irgendwie zu so einem Hof fahren, außerhalb dieser Städte. Weil hier kannst du ja irgendwie nichts bauen, das ist immer dämlich. Glaube ich. Das ist ein Zombie. Ja, vom Loot her, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich, glaube ich, alles, ne? Ich bin soweit zufrieden. Also, mir kann man gar nicht viel klauen. Wer nichts hat, Leute, dem kann auch nicht viel geklaut werden, deswegen... Oh, das ist eine Bude. Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Ich habe auch wirklich nie selber sowas hier gebaut. Weil ich weiß, wie anfällig das alles ist, Leute. Und ich will mich dann nicht drüber aufregen, dass so jemand bei mir so dumm einbricht. Ne? Ich will aber auch nicht verbieten, hier das Einbrechen oder so, weil das ist halt wesentlicher Bestandteil von Scum, ne? Deswegen ist das Wichtigste immer, die Probleme sind ja nicht nur, dass man eben eingebrochen hat, sondern wegen dem Clown, ne? Dass ihr euch da immer am Riemen reißt. Wenn ihr in eine Basis eindringt, ne? Sei es durch Schlösser knacken oder durch Explosivstoffe oder was weiß ich, was hier alles möglich ist. Dann... Haltet euch wenigstens daran, nicht die Basis leer zu räumen. Das ist ja das Wichtigste, Mann. Ja, ganz gemacht, so ein bisschen und dann ist gut. Der Typ ist ja dann sowieso schon geschändet und schockiert. Genauso wie wenn Player gegen Player halt, ne? Eben halt nicht komplett zerfetzt, die Leute. Am besten gar nichts nehmen und ist gut. Aber alles verbieten will ich ja auch nicht. Wir wollen ja ein Freiheitsserver bleiben, wisst ihr? Und wenn die PvEler so viel Angst haben, dann müsst ihr halt in Safe Zone gehen. Das ist ja auch nun mal so, ne? Da könnt ihr in der Safe Zone könnt ihr auch eine Kiste vergraben, Leute. Seien wir mal ehrlich. In letzter Zeit wurde ein bisschen viel gejammert von vielen Leuten. Das war ja ganz schlimm, den einen Tag. Ich habe ja gar nichts mehr geschafft, ey. Jeder, ich glaube fast jeder wollte was von mir. So, diese Straße ist schon mal richtig. Jawoll. Läuft bei uns, nicht wahr? Also der Trick an der ganzen Sache ist, um eine sichere Festung zu haben, ist, dass man gar nicht einbrechen kann. Klingt irgendwie logisch, oder? Und das kann man eigentlich verhindern, wenn man irgendwo hoch oben ist, ne? Seien wir mal ehrlich. Und viele bauen so eine große Festung und so. Und ich glaube, oder ich behaupte, dass es gar nicht nötig ist, so viel zu bauen. Ich sage auch mal Moin. Servus. Die Welt ist mittlerweile voller Festungen. So, wir gucken mal zu diesem Kieswerk hier. Da war ich lange nicht, Leute. Also für die Kisten, so muss man irgendwie hochbauen. Das will ich gerne mal vielleicht mal gucken, testen. Vielleicht finde ich da ja so einen schönen Ort.
Und das Problem ist dann aber noch das Auto. Das ist natürlich... Das kannst du ja nicht auf dem Dach hieven, mal eben kurz. Das könnte das Problem sein. Aber dafür haben wir auch das Fairplay. Ne? Wer schon ein Auto hat, der braucht ja keins klauen. Also der darf natürlich keins klauen, nicht? Ich brauche nicht, sondern darf nicht. Squads haben natürlich massiv zu teilen, weil wir haben zu wenig Autos immer. Das ist grundsätzlich ein Problem von Scum. Ja? Und denkt immer daran, ja, wenn ihr viele Autos zu Hause habt oder wie auch immer, dann habt ihr immerhin viele Autos und manche gar nicht. Auch toll erklärt, ne? So, das ist auch wieder super abgestellt. Eigentlich total dämlich. Na, aber ich wollte mich hier mal ganz kurz umgucken. Hier ist ja hoffentlich keiner, ne? Weil hier die obere Ecke war ich nämlich, glaube ich, noch nie hier. Diesen komischen Parkbuchten hier, diese kenne ich gar nicht. Das sieht eigentlich aus wie... Ja, Containerabstellplätze sind das aber auch nicht. Wie willst du die Dinger da rauskriegen? Ich dachte ja schon, das wäre so ein U-Boot-Hafen, ne? Aber das ist ja gar nicht. ...50er Dings hier. Ich glaube, das kann man mitnehmen. Oh, die Pfeile muss ich mal im Dings packen, hier im Auto. Ein Radio. Ey, ein Reparaturkoffer, Mann. Boah, ist aber cool hier. Das ist doch mal gut, ne? Guck mal, so schnell finde ich hier gleich schon geile Sachen, Leute. Ist jetzt selbst. Ey, da ist ja noch einer, Mann. Ich glaube, es hackt. Freunde, da ist noch einer. Koffer, guck mal, der Koffer freut sich auch. Boah, das ist Gewicht neu. Die flogen doch sonst immer bis zum Weltall, ey. Ich glaube, die Physik hat sich geändert, ne? Oder das kommt, weil da so viele Einheiten dran sind. Merkwürdig. Konnte die sonst immer verwendet, glaube ich, schmeißen, die Dinger, ne? Mein Charakter muss ja auch mal laufen. Das bisschen, das geht ja noch. Den nehmen wir natürlich mit. Ich lasse keine Reparaturkoffer liegen. Um Himmels Willen. Die sind, ich finde diese voll selten, Alter. 200er, ne? I'm so glücklich. Und das schon am Anfang der Folge, Freunde. Das kann ja nur eine tolle Folge werden. Da ist schon wieder so ein Dings hier. Gedöns. Zum Munition machen und so sind die doch gut, ne? Was will man denn mehr? Voll nice, Mann. Aber das ist leider auch so eine Gegend, wo ich nicht arbeiten kann. Die kannst du, glaube ich, nicht bauen, ne? Kann man ja mal kurz testen. So. Wenn ich jetzt hier auf meine dusseligen Holzdinger gehe, wo sind sie? Hier, die kann ich bauen. Das ist rot, ne? Kannst knicken. Warte, ich muss Waffe nehmen. Könnte irgendwo ein Rüpel sein, ne? Voll weit gefahren. Original. Aber hier sind noch Essensdinger drin. Ich glaube, mein Pipi hat Hunger, ne? Gucken wir mal kurz nach. Oh, Pipi muss ja Lümmel. Dann hol mal raus. Jetzt strollern wir eben hier ganz geschillt, Freunde. Ja, derzeit kann man Tee trinken. Ich würde sagen, heute machen wir wieder entspannter, ne? Oder? Heute machen wir wieder entspannter. Das habe ich aber schon mal gesagt und dann war das eine reinste Ballerei-Folge geworden, ey. Ach, hier ist nichts mehr. Ich wollte nur in die Küche gucken. Wegen so ein MAE-Paket, dass ich mir irgendwas in den Hals kriege hier, ne? Da müsst ihr ja dran denken, ne? An das Gesundheitssystem, Freunde. Oh, eine Bombe habe ich auch noch nicht geknackt. Die nehme ich auch mal mit. Zange nehme ich auch mal mit, ne? Obwohl, ich traue mich nicht. Da stirbst du sehr schnell, wenn du das hier machst, ne? Aber ich muss das einmal in der Folge zeigen, wie das so funktioniert, Leute. Auch eine fremde Bombe. Aber dann gehe ich wahrscheinlich wirklich tot, Alter. Das soll ja sehr schwierig sein, eine Mine oder sowas zu entschärfen, ne? Kein MAEs? Was soll das? Will ich mich hungern lassen oder wert? Mia, Train. Ich bin heute ganz allein.
Sammel Loot für mich. Sind wir denn heute ganz allein? Dann mehr Loot für mich. Ist da eigentlich noch irgendwas Geiles in diesem komischen Laden hier? C3? C3 ist aber nicht weit weg. Es lügt! Bei mir nicht. War ja gerade eben Thema, ne? Das Lecken. Die wohnt bestimmt in so einer Großstadt, die Mia, ne? Wo ganz viele sich irgendwie auf diesen einen Knotenpunkt da einwählen, oder wie das heißt, ne? Schaut zu mir! Maul! Was ist hier denn los? Wollt ihr anschieben hier, oder was? Los, unter die Räder. Oh Gott, was macht er denn? Und ich dachte, man kommt mit dem Auto nicht aufs Dach. Oh, ihr Schweine. Jetzt gibt's Haue. Hier, du. Oh, haut er langsam. Mann, haut er langsam, ey. Hau doch! Er macht es einfach nicht, ey. 3 versus LP. Ausweichen und hauen. Das geht immer. Da müsst ihr, wenn sowas ist, ey, Leute, ihr habt es gesehen. Ich kann mit der Keule 3 Zombies plätten. Ich wollte das mal eben kurz zeigen oder probieren nochmal. Ich bin ja auch manchmal eingerostet. Aber das dauert, ey. Ich drücke jetzt. Wumm. Und dann haut er erst. Das dauert ewig. Weil ich noch schlecht bin am Kämpfen, ne? Schlechter Kämpfer im Moment. Aber wir sind ein starker Kämpfer mit der Nagelkeule hier. Die ist richtig geil. Gefällt mir. Ich muss mich bandagieren, Leute. Ich drücke die 8. Da di da du, da di da du, da di da du, da di da du. Oh, da kommt eine Drohne. Da di da du, da di da du, da di da du. Bevor sie, das darf sie nicht hören, dass ich glücklich bin. Ich bin ein glücklicher Scum-Spieler. Miau. Miau. Da hat der hier diese 6er Tasche. Ich will ja die 6er Tasche haben. Ja, auf 75% Energie haben sie mich runtergeklappt, die Hunde. Ich muss ja werbefreundlich bleiben hier. Ich darf nicht so viel beleidigen. Diese Hunde. So, vielleicht geht das noch. Oh, eine Bandage. Aber die ist schlecht. Aber ist egal, ist eine Bandage. Die brauche ich nämlich ganz oft. Die mache ich gleich mal hier rein, ey. Die ist ja fast kaputt. Nee, die muss ich erst waschen, ne? Um die zu benutzen als Dings hier. Als Bandage. So, was haben die jetzt mit meinem Auto gemacht? Die echt gut geparkt. Ich bin ja fast. Die haben mich fast hier oben auf den Dings geschmissen, ey. Ich sag noch, nein, das ist ja nicht möglich, aufs Dach zu kommen mit dem Auto. Weil. Da, oh, Zucker. Meine erste Tasche. Da brauchst du nur ein paar Zombies, die kloppen dich mal kurz hoch aufs Dach. 27, nehme ich das neue mit hier, ne? Ey. Aber mir leckt gar nichts, hier ist dasselbe. Aber ich bin auch. Ich wohne auch eher so nördlich, ne? Nordseeküste. Da gibt es nicht viele Leute. Das ist mein Vorteil. Aber trotzdem sind die Leitungen grundsätzlich langsam. Ich habe ja nur 50 Mbits hier, Freunde, wo ich wohne. Ich zerreiß das Ding mal eben kurz. Ich brauche noch ein paar Bandagen. Und ihr wohnt bestimmt alle so in Großstädten und so. Oder da, nahe da dran, dass ihr schon 1000 Mbits und sowas habt. Oder 500 Mbits. Leute, von sowas träume ich, ey. Ich quäle mich hier tagtäglich. Ich muss den Rechner, mein Laptop läuft nachts, Tag und Nacht, um Videos hochzuladen. Das ist eigentlich traurig, ne? Es ist halt Stromverbrauch, das kommt alles denn dazu. So. Ja, das ist ein Knackwerkzeug, das nehmen wir mal mit. Also Entschärfung brauche ich jetzt nicht mehr. Punkte habe ich gar nicht bekommen, danke Spiel. Das Spiel hasst mich. Ich glaube, ich muss mich wieder rasieren, ne? Wo hat er denn mein Messer? Ach, das hast du in der Hand, du Lümmel. Trainingsjacke. Den Kopf rasieren hier. Ist das dunkler im Spiel? Ist als 10 Uhr vor mir das, glaube ich. 11 Uhr, 10 Uhr, so roundabout. Rasieren wir uns den Kopf, während wir eine Maske aufhaben und ein Hütchen. Ja, also, wir warten dann einfach mal ab. Der nächste nicht, aber es gibt ja bald irgendwann dann so ein Gesundheitspatch oder so und dann wird der Server gewiped. Dann müssen wir alle wieder neu anfangen. Leute, das ist normal, ne? Wenn ihr das nicht wisst, manchmal wird die Welt komplett
zerfetzt und neu aufgezogen, weil dann durch ein Patch, ja, das alles neu gemacht wird, ne? Aber das ist nicht schlimm, es macht ja Spaß. Wir fangen alle dann frisch an. Die Welt läuft dann wieder richtig flüssig, alles hier. Wobei, man muss dazu sagen, der Server, da hatten wir noch nie Probleme mit, bis vor kurzem erst das anfing mit diesen Leckereien. Aber der Server, den wir hier so haben, das funktioniert immer perfekt. Ja, danke Zombies, ne? Ihr seid richtig Arschis, ey, muss ich echt sagen, ey. Mach ich ihn jetzt. Kann doch nicht sein, dass wir die... Ich meine... mir mein Auto jetzt versenkt haben, Alter. Was mach ich denn jetzt? Der hat kein Allrad, Leute. Der hat Frontantrieb. Oh, ich finde diese Schiebefunktion so ätzend, ey. Die bringt ja nix. Ey, ihr seht's ja selber, Mensch. Was soll denn das, Entwickler, Mann? Das Ding muss richtig 5 Meter hoch fliegen und dann sich auf 4 Reifen stellen, Alter. Oder was meint ihr dazu? Weil das bringt mir ja sonst wenig hier, der Scheiß, Mann, ey. Das kann nicht sein, dass ich hier innerhalb 20 Minuten mein Auto verloren habe wegen scheiß Zombies, Alter, ey. Das ist doch nicht zu fassen, Mann. Da nützen mir selbst die gefundenen Reparaturkoffer nix. Ah, das ist eine doofe Folge, Mann. Das ist doch scheiße jetzt, Leute. Helft mir. Verliert man so sein Auto? Ist das ernst? Hat die irgendwie hochbacken oder was? Es rührt sich einfach nicht, Leute. Was soll ich machen? Remove Lock? Ja, das sind ja ganz neue Sachen hier. Ich will keinen Lock removen, Alter. Vor allem nicht unter der Haube, Alter. Oh. Das Radio kann er anmachen, ne? Ja, Freunde, was mach ich denn jetzt? Ihr seht selbst. In was für einer miserablen Lage ich jetzt hier gerade bin. Was habe ich denn im Kofferraum? Ist da was Wertvolles drin? Scheiße hier! Ja, 1000 Koffer natürlich und die M1. Na super, Mann. Habe ich eine Schaufel? Ja, habe ich sogar. 64. Na, dann kann ich die hier wegschmeißen, oder? Hat es sich gerade bewegt? Klingt auch nicht viel, ne? Hä, wo sind die jetzt hin? Die hier. Benno! Ich hasse Zombies. Passieren euch eigentlich auch mal so dumme Sachen hier, die mir hier passieren, oder was? Ich verstehe es nicht. Wenn ich einmal normal spielen kann, aber wahrscheinlich ist das das Spiel, dieses nicht normale. Ich bin ganz kaputt, Leute. Ich glaube, wir machen für heute den Cut, Alter. Ihr seht selbst, wie schlecht es mir geht. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu machen. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt, ne? Aus Mitleid meinetwegen, dass ich mein Auto versenkt habe wegen diesen verdammten Zombies, Alter. Und wenn man sie braucht, dann kommen sie nicht, ey. Und dann sehen wir uns, wenn ihr noch Lust habt, meine Qualen mitzuerleben, direkt morgen ab 9 Uhr wieder. Bis dann.